Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Replay aus Week von der Rice Community und diese Woche mit Elliot Brands von Rice in seinem STRV. Ja, 74, der Sechser und das Ganze auf Highway, hallo. Und wir gehen mal rein und starten das Game. Sechser im Achter, drei Artis, Highway. Ist schon eine Kacksituation, würde ich sagen. Von der AP sage ich mal 840. Naja, durchwachsen halt, ne? Lädt hier auf AP um. Muss ich ehrlich sagen, ich hätte hier auf APCR geladen. Geschwindigkeit bringt Sicherheit. Einfach die schnelleren Kugeln zu nehmen. So hätte man damit auf jeden Fall oder mit Scorpion penetriert, egal auf die Entfernung. Andere Seite, die Heavys fahren erstmal die Stadt an, das ist immer ganz okay. Er ist ja eher passiv, ne? Aber das finde ich gar nicht so verkehrt. Weil das Problem ist, du musst natürlich, wenn du Loot hier bist, musst du ein bisschen aus zweiter Reihe spielen, ne? Das ist ganz klar. Rheinmetall kommt auch langsam angefahren, hallo. Ausgeschlafen, der Kleine. Stellen sich ja relativ viele in einen bestimmten Busch. BZ steht sehr tief, 40 TP oben. Ich glaube nicht, dass sie die Gegner aufmachen, wenn sie die A-Linie hochfahren. Kann ich mir fast nicht vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Und das macht super gefährlich. Weil wenn dann hier auf einmal von links Panzer kommen, wird es unangenehm. Der 40 TP müsste es natürlich aufmachen. Wenn die oben kommen, müsste der 40 TP es theoretisch aufmachen. Außer er steht so hinterm Berg, dass die erst aufgehen, wenn sie bei D1 vorne schon sind. Was gut möglich sein kann. Also, ich finde es fast kritisch, im Moment die Richtung abzuaimen. Weil, wenn, dann macht der WZ was auf. Man könnte natürlich blind erstmal ein paar Büsche abschießen. Okay. Macht er in dem Fall auch. Und jetzt geht der FV nämlich hinter ihm auf. Und das habe ich mir gedacht, dass der Gegner da sehr weit vorfahren kann, ohne dass sein eigenes Team ins Spot ist. Die ISO ist natürlich ein ganz netter Gegner, sag ich mal. Er hat jetzt hier auch auf APCR umgeladen. Er muss ein bisschen aufpassen. Er wird nicht gespottet von dem FV, weil da das Haus auch noch so minimal im Weg ist. Aber es hätte passieren können. Er fährt jetzt hier von der Position auch weg. Ich hätte mich schon gefreut, wenn einer die äußere Linie bewacht hätte. Weil dass der Gegner da so ungeschoren so weit vorkommt, wobei man drei Artis hat, ist ein bisschen schade, weil die drei Artis hätten da auch drauf wirken können. Gerade wenn die auf der Außenlinie sind. Die Stadt wird auch aggressiv angegangen. Steht 1-3, das sieht nicht gut aus. 1-4. Die Stadt wird gerade überrollt. Ich denke, der TKP wird das nicht lange halten und der T-150 schon lange nicht. T-150 geht raus. 1-5. Panther kann wahrscheinlich in die Stadt ein bisschen reinwirken. FV, starke Position hier außen in Kombination mit dem Cromwell. Ja, Cromwell kann man aber beschießen. Das ist schon mal schön. Aber da geht der nächste raus, nämlich der 40 TP. 1-6. Wir gucken mal, wie lange der TKP noch halten kann. Weil dann wird es kriminell, weil dann kommen sie von rechts und von vorne. Und dann kann er hier von der Position natürlich beschossen werden. 1-7. Jetzt würden viele schon in den Gegner reinjolen, weil bisher sind so verloren. 1-7. Er muss hier ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, der Gegner hat auch drei Artis. Das ist... Es kann bitter sein, ne? Man geht auf, die drei Artis schießen, man ist weg. Geht. Machbar. Jetzt muss er eigentlich gespottet sein. Geht auch auf. Jetzt muss er ein bisschen aufpassen. T3485M fährt da seitlich auf jeden Fall gerade rüber. Hat sich ein Herz genommen. Und da kommen die beiden Artis. Er verlegt sich aber, ne? Und dadurch ein bisschen glücklich hier.
Die Artis muss man aber auch ihm zugute heißen. Der Weg hier bis hier rüber, der dauert schon ordentlich lange. Drückt man ab, da hat der Gegner noch ordentlich Zeit, sich zu verlegen. Na, Cromwell bewirken? Ich denke ja. Der Cromwell geht wieder zu, aber der Cromwell scheint keine gute Crew zu haben. Weil er geht hier nicht auf mit seinem SDAV. Steht eine Su auf offenem Feld, ne? Eieiei. Also man kann ja viel machen, ne? Aber das ist das Problem, warum dann so ein Game auch mal verloren werden kann. Es steht 1-7 für sein Team. Und dann fährt eine Su, ein Achter, einfach über die offene Fläche. Ohne Worte. Gerade in so einer Situation muss man das so ruhig runterspielen. Sie haben gute Position, sie sind im Vorteil. Der FV muss eigentlich bloß eine Etappe weiter vorfahren. Die Artis müssen bloß hier oben drauf wirken. Dann ist eigentlich alles safe. Aber macht der Gegner nicht. BZ verlegt sich, okay. Uni geht auf. IS-2, 2 geht auf und die hat noch gut HP. Und da geht der Panther raus, der WZ geht raus, 5-9. Der Gegner entwickelt sich jetzt natürlich zu einem Problem, weil er unten rumfährt und auch hier oben rumdrückt. Aber er hat hier den Cromwell rausgenommen, 6-9. Oh, stark, stark, die ISU kurz mal gepiekt. Das war wichtig. Progetto drückt jetzt unten rum. Da muss er jetzt schauen, ob er vielleicht auch ein bisschen Druck mit drauf bekommt. Schafft er aber nicht. Oh, er darf hier nicht beschossen werden. Kann jetzt hier die IS-2 noch bewirken. IS-2 nimmt die Hellcat raus. Kriegt hier sogar gute Schüsse auf die IS-2 seitlich. Der FV wird hier oben rausgenommen. Eine Arti hat geschossen. Aber er hat auch wirklich einen guten Durchschlag. Grüner Penmarker ziemlich oft. Aber in dem Fall leider nicht getroffen. Und nimmt hier die IS-2-2 raus, was super wichtig ist. Scorpion haben wir noch, Tiger 1 haben wir noch, KV-2 haben wir noch. Lorraine nimmt die M44 raus, das heißt, die war offen oder kann auch gecountert gewesen sein. Hat auf AP geladen. Progetto ist zum Glück noch am Leben. Das macht es auch super gefährlich für den Gegner. Tiger 1 ist noch full life. Eieiei. Er macht sich hier gerade das Haus ein bisschen kaputt. Jawohl. Den ersten Schuss jetzt hier auf den Tiger 1 geschafft. Der Tiger 1 verliert natürlich auch super schnell HP gerade. Bitter für ihn. Wirklich, wirklich bitter. Er nimmt ihn hier raus. Scorpion fährt jetzt hier hoch. Schöner Hit wieder verlegt. Er muss auf den KV-2 ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, wo der KV-2 ist. Der wird auf der außen Linie irgendwie vorfahren. Ich denke mal, der wird K6, K7 stehen, der KV-2. Und die gegnerischen Artis geben ihm das jetzt hier doch wirklich gut. KV-2 hat vorbeigeschossen. Glück gehabt. Wieder Splash haben. Was für eine Runde. KV-2 schießt hier auf die Position. Das hat er bestimmt blind gemacht, weil er von der Richtung auch bekommen hat. Und nimmt hier den Progetto raus. Sechs Kids. Und er hat hier den KV-2 entsorgt, ohne selber aufzugehen. Wichtig. Jetzt hat er hier selber noch zwei Artis hinter sich und er gegen drei Artis. STRV, Mann, you rock. Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Er hat bloß noch sechs Schüsse. Zum Glück hat er noch zwei Artis hinter sich, aber die müssen auch erstmal treffen. Und ja, na klar, er hat HE, drei Stück. Aber wir können ja mal ganz kurz gucken, was die HE hier an Schaden rausdrückt. 185 ist nicht wahnsinnig viel.
Sichere Schüsse sind hier auf jeden Fall wichtig. Gegnerische Su geht raus. Er hat noch 4 Schüsse. Könnte reichen für die Gegner, ne? Ich denke ja, gerade weil es die beiden HE noch sind. Ansonsten muss er ran. Der Progetto redet sogar noch mit den anderen Teamkameraden. Ich glaube, die Su, die wird nicht antworten. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay, der andere schreibt. Achso, wir haben selber gar nicht die Möglichkeit. Steuerung kann man natürlich gucken. Ah, okay, ja, die sind in den Platoon. Die Su ist natürlich hochkonzentriert. Ah, die Spieler sind immer hochkonzentriert. Die können nicht selber schreiben. Das macht der Teamkamerad, ne? Weil die Arti ist gerade im Stress. Die ist im Stress. Na, guck mal, ob er jetzt eine Arti aufbekommt. Ich denke mal, die werden beide hinten in der Ecke stehen, ne? Wobei die Lorraine könnte sich vielleicht verlegt haben. Sehr mobile Arti. Und er hat das Schneesymbol, das Weihnachts-Winter-Symbol dran. Das spricht natürlich für den Arti-Spieler. Gegnerische Arti geht auf. Schöner Hit hier. Oh, das ist das Üble an HE. Er nimmt ihn raus, aber hat nur noch einen Schuss. Zwei Minuten 40, das kann er eigentlich noch cappen, ne? Na, ihn rammen, glaube ich, funktioniert nicht so einfach. Das schreibt der WZ auch. No time, go cap. Ich glaube, das ist die bessere Alternative tatsächlicherweise, ins Cap zu fahren. Auch wenn ich öfters dagegen abraten würde. Aber ich glaube, hier in dem Fall macht es auf jeden Fall Sinn. Ja, die Position ist natürlich immer entscheidend, wo man jetzt hinfährt. Und man vielleicht sogar, wo ist halt die Arti, ne? Die könnte auch oben A2 sein und fährt jetzt hier gerade runter und kommt dann von hinten ran. Oder sie kommt aus der Stadt rausgefahren, kann auch möglich sein, dass sie sich in die Stadt rein verlegt hat. Alles möglich. Eine Minute, 10 und man hofft natürlich, dass sie hier nicht trifft. Kein Recap, nicht trifft, gar nichts passiert. Die Su verlegt sich ein bisschen, aber ich hätte auch gesagt, die Arti soll lieber eben. Das ist wichtiger, als dass er rüberfährt. Er schreibt es auch, stop moving. Er bleibt jetzt auch stehen. Jetzt ist er natürlich auch offen, auf offener Fläche bleibt er jetzt stehen, aber ist eigentlich unproblematisch, weil wenn die Arti auf ihn schießt, dann Arti Idiot Focus Cap. Ja, man muss da nicht gleich beleidigend werden. Das ist dann wieder toxisch, ne? So ein Chat, aber... Ja, das meine ich hier, ne? Das Dickicht halt, oder besser gesagt, der Schutt, der hier drinnen liegt im Cap. Der ist halt immer so ein bisschen arty-safe, hält der ein. Ah, arty? Nee, komm. Ah, doch, da ist er. Aber was ich gesagt habe, der Schutz. Er hat sogar noch einen Schuss drauf gefeuert, aber das war's dann in dem Fall. Ja, ein Sieg an der Stelle und wir gehen mal in die Gefechtsauswertung rein. Gucken wir uns mal das Ergebnis an.
Es war sogar die dritte Gunmark. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle, Elliot. Pascucci Medal, Red DeWaters, Nichols Medal, Invader, High Caliber und die Top Gun. Natürlich ein Feuerwerk der Medaillen an der Stelle. Das macht immer am meisten Spaß, mir auch. Mit einem 6er, 8er verprügeln in Kombination. So ein Game noch rumzureißen. Und gerade für die Leute, die das sehen und denken, ja gut, die Runde ist verloren. Nein, sie ist eigentlich nie verloren. Selbst wenn du mit Low-Tier gegen High-Tier spielst und es steht 1-7. Weiter dran arbeiten, hoffen und ja, vertrauen auf seine Skills. Und dann kann das auch was werden, auf jeden Fall. Wir gehen mal in die Teamauswertung. 3770 Schaden, 8 Kills, 1465 Base XP. Progetto gut gespielt. Arti, wie wir sehen, hier auch ganz gut Schaden gemacht. Gegnerische Arti hat sich auch verlegt. War jetzt auch nicht super schlecht. FV hat Druck gemacht über die linke Seite. Tiger 1, wie wir sehen, hat eigentlich den Maximalschaden drüben gemacht. Der hat sich da zum Schluss ziemlich wegfarmen lassen. War ein bisschen schade, dass er nicht zusammen mit der IS-2 da direkt hochgefahren ist. Und wir gehen mal in die detaillierten Infos noch. 42 Mal geschossen, 35 Mal getroffen, 28 Mal penetriert. Für, muss man ehrlich sagen, für so ein Game, wo man Low-Tier ist, ein sehr, sehr brauchbares Ergebnis. 3770 Schaden, wie gesagt. 314 noch Unterstützung. Mit Minus rausgegangen, das gehört leider zu so einer Runde dazu. Da kann man eher weniger gegen machen, wenn man da komplette Munition raushaut. Zum Glück zum Schluss durchgekappt und dadurch gewonnen. Gibt es eigentlich nur noch zu sagen, danke hier an Elliot Vance, danke an die 8 Opfer. Musik hier zu sehen oder in den Kommentaren. Daumen hoch würde ich mich freuen und dann schaltet einfach nächste Woche wieder ein. Jetzt heißt Replay of the Week von der Rise Community. Macht's gut, tschüssi.